Hallo, na? Willkommen zurück hier zu Dark Souls 1 im Schussfeld 306. Beim letzten Mal haben wir endlich Blighttown erreicht, beziehungsweise Schandstadt. Und machen uns nun weiter durch dieses doch recht nervige Gebiet, aus dem aus jeder verdammten Ecke ein verdammter Gegner kriechen wird, wahrscheinlich. Okay, sag ich doch. Oh Gott, was seid ihr? Das ist auf jeden Fall nervig. Okay. I got this. Wegen den FPS ist, bitte zu entschuldigen. Kann man da... Nein, kann man nicht. Es liegt wohl anscheinend in diesem Gebiet hier. Es wurde gesagt, dass in der PS3-Version hier auch immer immense Lags vorhanden sind. Und wegen dieser komischen Beleuchtung... Oh Gott. Wegen dieser komischen Beleuchtung habe ich hier halt bei der Aufnahme Lags. Warum auch immer. Nein, 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 bitte nicht essen, bitte nicht essen, bitte nicht essen. Okay, es hat mich angegessen. Ich muss aber zu diesem verdammten Werfer da rüberkommen. Wenn ich wüsste, wo der ist. Ist hier irgendwie eine Leiter oder sowas? Ah ja, hier. Hui! Okay, brauche ich Akku. Und was bist du denn? Okay. Irgendwas ist irgendwie, was mich bewirft. Was mir nicht gefallen will. Stimmt, ich kann ja nach unten hin angreifen. Ich kletter mal lieber hoch. Einmal runterfallen bitte. Danke, LG. Ja, das ist sehr fair. Boah, hey. Immer einer nach dem anderen hier. Ja. Oh nein. Da ist der Werferknecht. Oh nein. Okay. Das war unser letztes. Sprich, wir dürfen uns nicht mehr mit Toxin vergiften lassen. Ich brauche nur die normalen, weißt du? Ich wusste nicht, dass die hier mit Toxin arbeiten. Adlerschild. Was zur Hölle? Sekunde. Dagegen habe ich doch was. Sekunde. So. Okay. Okay. So, vielleicht. So, jetzt aber. Was zum... ja. Ich merke schon, das ist sehr effektiv. 69. Okay. Fernkampf. GG. Ich weiß beim besten Willen nicht, was das Ding ist. Ich will es ehrlich gesagt auch nicht rausfinden. Das könnte eine Weile dauern. Okay. So, was der Bogen hat, nur den einen Angriff. Kann ich irgendwie spammen? Ist richtig schnell? Naja, richtig schnell ist anders. Ja, heute schon was vor.
treffe ich so vielleicht immer? Nee. Vielleicht wenn ich so schieße. Ja, sieht schon besser aus. Ein paar Schüsse gehen daneben. Das ist so ein Anzeigebug. Ja, das war nur ein Anzeigebug. Das ploppt kurz auf und ist dann sofort wieder weg. Okay. Gleich tot, Leute. Keine Panik. So. Okay. Ein Schuss noch. Okay, einer noch. Dann noch einer. 1000 Seelen. Und es scheint mir wieder zu spawnen. Hast du was gedroppt? Ich hoffe nicht. Ich wollte mir den Adlerschild anschauen. Schlecht. Okay, jetzt haben wir natürlich fast keine Pfeile mehr. Hier irgendwo runter. Ist er wirklich nur fürs Adlerschild? Disappointing. Ich konnte eben irgendwas. Achso. Ja, macht Sinn. So an der Leiter. Okay, dann geht's hier nicht weiter. Ich glaube, ich kann aber da vorne hin. Angst wegen diesem Vieh. Das ist die ganze Zeit mit Toxin bewirft. Ich sehe es halt auch nicht, ist das Problem. So, ich glaube aber. Boah, Alter! Das war ein knapper Sprung. Oh, okay. Noch mehr? Seele ist ja da. Ach, wer das. Ah. Da ist ein Vieh gestorben und hat was gedroppt. Insekten. Warum Insekten? Pyro, innere Kraft. Kann man da hoch? Oder war hier dieses Vieh? Ich glaube, hier war das Vieh, oder? Warte. Ja, da hinten standen wir. Die innere Kraft, wo sie. Kann ich hier irgendwo meine Zauber lassen? Hier, ne? Welche die Flamme steigert kurz Stärke, Kondition senkt TP. Okay. Frage ist. Wie komme ich hier wieder weg? Vielleicht über diese Leiter hier. Über die ich auch hätte gehen können. Ist ja doch, dass da eine Leiter ist. Stellt sich aber trotzdem die Frage, wo lang? Komme ich da irgendwie drauf? Oh nein, 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 nein. Und tot. Dead. Hey, da ist ein Käfer. Bitter. Ich möchte nicht allzu weit vorgehen. In diesem Toxinwerfer-Homo. Uiuiui. Zack, 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 zack. Das. Und wo? Feuer spuckt. Boah. Ist gerade irgendwas hinter mir? Ja, jetzt. Hallo?
Ach, komm schon. Okay, die Viecher sind dezent nervig. Ich habe kaum noch Pfeile, mit denen ich die wegbringen könnte. Pyromantie, Eisenfleisch. Sollten wir uns eventuell noch mal ein paar Pfeile holen. Das war gut. Das war schlecht. Über mir irgendwo. Oh, hi. Nein, nein, nein. Holz. Dankeschön. Nein, du isst mich nicht. Da oben. Hier ist eine Leiter. Nein, 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 nein. Oh nein, na klasse. Wollt ihr bitte in den Tod springen oder sowas? Von hier. Wir waren ja irgendwo. Ich kam ja von da hin. Ein Speer. Warum kriege ich gerade die ganze Zeit sehen? Ich kam ja von da hinten. Irgendwo runtergesprungen und so. Runtergesprungen. Da wollte ich nicht runterfallen. Gut, dass wir das geklärt haben. Ich merke schon, warum dieses Gebiet so unglaublich nervig ist. Einfach runtergetreten. Aber das Pferd überlebt. Jetzt nicht mehr. Seele verloren und so weiter. Okay, die kann man hier anscheinend relativ gut farmen. So, wollen wir mal hier hochgucken? Hallo! Oh. Backstab? Backstab! Danke, LG. Und? Okay. Katze ist daneben geschlagen. Gar köstlich. Ich glaube, wir gehen gerade wieder zurück, oder? Ja, tun wir. Okay, hier war also der reguläre Weg gewesen. Sehr, sehr, sehr gut. Dann haben wir auch den entdeckt. Aber wo geht's weiter? Wahrscheinlich schon da hinten irgendwo. Wie komme ich da ran? Da ist eine Leiter. Wie komme ich zu der Leiter? Da geht's nicht lang. Hier. Ja, sehr, sehr gut. Vielleicht ist da ja auch mal was Nützliches drin. Schattengewand. Okay. Kann ich mich hier vielleicht irgendwo umziehen? Oder eher nicht so aufpassen? Zeig mal her. Resistenz gegen Blutung und Gift. Abgesehen vom Helm scheint das wohl definitiv besser zu sein. Machen wir mal so, oder? So, wie hoch ist die Blutungsresistenz jetzt? 158 bei Gift. Und die Belastung? 21. Sehr, sehr nice. Also, was definitiv was Nützliches. Aha. Seelekrieger. Okay. Auch sehr gut.
Auf eigene Art und Weise. Ich weiß nicht mal, wie diese Toxinwerfer aussehen. Ja, doch klein. Nein! Oh, ich wollte eigentlich gegentreten. Aber ich kann hier wohl keinen Tritt machen. Ich glaube, das sind die normalen Gegner. Ich sehe hier keinen Toxin-Gegner, oder? Die haben beide Schwerter in der Hand. So, hier müsste ich ja eigentlich... Huch. Gibt's hier drüber jumpen können? Ich weiß, dass die immer hauptsächlich an erhöhten Positionen hocken. Da rechts von mir. Kann ich die vielleicht nach hinten? Das ist jetzt ein Nein. Trifft er mich nicht? Wo ist er? Ich höre sie kommen. Sag ich doch. Ach, die Leiste wird da. Oh. Ich dachte, Resistenz macht. Ja. Resistenz halt, ne? Also. Dass die Leiste sich langsamer füllt. Aber eine längere Leiste ist ja fast nicht dasselbe. So, wir waren letztes Mal ja hier hinten lang gegangen. Das heißt, wir möchten dieses Mal hier lang. Und hier lang. Und uns umdrehen. Okay, Platz. Okay. Oh Gott. Wo? Oh. Ich hab mich nicht erschreckt. Erstmal hier runterrollen. Ah, hi! Hier ist irgendwo noch einer. Oh, waren wir hier nicht? Aua. Eben gerade schon? So. Seele verloren und tot. Die Leiter hier haben wir gar nicht benutzt, hat. Ich frage mich, ob es einen Absprungknopf gibt. Also mit R1 und R2 können wir angreifen. Oh ja, geil. Ach, so ein paar Holzgnome. Ja, Moosklumpen, Alter. Ich bräuchte die Moosklumpen mit Blume. Aber ich könnte die nichtsdestotrotz ausrüsten. Ich wusste, ich hab da was gehört. Arsch, kannst du deine Mutter, du Knecht. So. Dennoch wollen wir vorsichtig voranschreiten. Was haben wir denn hier? Hi. Oh nein. Du wirst mich nicht essen. Sag doch, wie die Viecher aus Resident Evil. Die wollen dann auch immer alle essen. Hui. Erstmal umdrehen. Oh. Wow. Das ist der normale Weg hierhin. Ich habe das Gefühl, wir hätten menschlich sein sollen. Jetzt nicht lang. Ich kann keine Nachrichten sehen, weil ich nicht online spielen kann. Ja, weil ich online sind Dinge halt. Ist das eine Leiter? Ne, sieht nur so aus. Online liegen hier halt Nachrichten von Spielern da. Die einem helfen und sowas. Kann ich leider nicht sehen. Ich glaube aber, wir können da vorne jetzt einfach weiter. Ah, ne.
habe das Gefühl, wir müssen wieder runter. Würde ich ja Fallschaden kriegen? Höchstwahrscheinlich. Ja, hier diese... Dieser Balken ist halt schon ziemlich verlockend, aber da würde ich nirgendwo hinkommen. Vorne ist die Leiter dafür. Für den Weg hier. Wo waren die jetzt? Hier ist eine Leiter. Also, laut meinen Berechnungen müssen wir weiter nach unten. Hier hinten war das Adler. Oh Gott! Was bist du? Okay. Hi. Ich hab dich schon kommen hören. Nein. So. Hier kommen wir auch nirgends runter. Ist hier hinten irgendwie was zum Runterkommen? Oh, ich wollte eigentlich hier gegen schlagen. Oh. Ey. Oh. Okay, können wir wieder hochklettern. Und hier. Waren wir da drüben schon? Schauen wir mal, ob wir irgendwie nach da drüben kommen. Kommt von hier aus. Ach, ah ja, hier waren wir gleich mal runtergefallen. Ganz knapp. Okay. Heieiei. Hier hinten lang eventuell. Ah ne. Hier waren die Pyromantie. Hier war die Pyromantie. Uiuiui. Immer diese Wege, ne? Aber hier wollen wir trotzdem nicht lang. Sag ich doch, hier ist noch ein Weg. Oh nein. Hier lebt noch was. Glaubst du was? Ne. Ne. Ich frage mich ehrlich gesagt, was hier der Boss ist. Ich habe keine Ahnung. Oh. Dass hier der Boss ist. Frag mich nicht warum. Ich habe hier doch irgendwo noch eine Leiche gesehen. Ach, direkt unter mir, hä? Ja, Sekunde. Beim Boss, Pyromantie. Okay. Und? Kein Boss, okay. Leiter. Da. Whee. Oh yeah. Komisch bei Dark Souls. Schau mal, bei Dark Souls 2, da dreht er sich immer noch so stylisch um. Voll Premium. Ja? Oh, was bist du? Hab ich schon mal erwähnt, dass ich keine Insekten mag? Ich hasse Insekten. Die schlimmsten Gegner, die es gibt. Jetzt haben wir nicht, man kann. Kann man. Bringt das? Ne, bringt nichts, oder? Ne. Ach, ich will aber wissen, was da hinten ist. Okay, das wird wahrscheinlich mein Tod sein. Nicht. Sekunde. Aha. Wusste ich's doch. Die können anscheinend nur einen Angriff. Und das ist, dieser Angriff ist ihr Verderben. Okay. Auch ein Küchlein. Damit kann man übrigens, das kann man auf Gegner werfen, was vergiftet. Falls ich das jemals vergessen habe zu erwähnen. In den Venen. Ganz ehrlich,
Ich hoffe, dass irgendwo in der Nähe vom Boss noch ein Bonfire kommt. Oder irgendwie ein Weg, um schneller zum Bonfire zu kommen. Wenn nicht, dann würde ich einfach Dings nicht rufen. So leer. Gott. Ich kann mir vorstellen, was hier als Gegner kommt. So ein riesiges Insekt. Mich graut's jetzt schon. Aber ich möchte gerne noch vorher hier lang schauen. Hier kann man runterrutschen. Und sterben wahrscheinlich. War hier keine Leiter? Nö, hier ist ja keine Leiter. Da ist eine Leiche und eine Kiste. Ich glaube, Holzkisten sollten wir jetzt, also ab jetzt mal lieber hin und wieder mal anschlagen. Denn ich glaube, jetzt kommt so langsam die Zeit, in dem Mimics kommen. Ich habe zwar noch keine getroffen gehabt. Vor allem, weil ich hier nicht lang gegangen bin mit meinem anderen Char. Sehe ich noch einen anderen Weg motern. Aber. Gott. Weil was. Oh, ist wieder so ein Toxinknecht. Wie komme ich hier runter? Hier keine. Da unten ist der. Ja, ich sehe ihn da. Wie komme ich denn hier runter? Ich sehe hier keine Leiter. Da bist du nur fun. Und die Leiter wäre genau hier gewesen. Ich springe einfach immer überall runter. Obwohl die Leiter direkt neben mir ist. Okay, du Knecht. Kennst du den endlosen Abgrund? So. Wandererkapuze, Wanderermantel, Fallchen. Wo? Über mir? Nee. Oh. Hacker? Hallo? Ich bin ja durch den Boden geflogen. Oh Mann, ey. Ach, Heilige! Schluck! Tschüss! Wanderer. Wow. Gibt's nicht auch? Ich glaube, es gibt auch eine Wandererklasse. Ich glaube, das ist deren Startzeug. Irgendwo eine Leiter oder sowas. Oh ja, hier. Gibt's die dran vorbeigelaufen. Oh. Hi. Hi. Okay, ich hab zwei Angriffe. Einmal Blut kotzen und einmal normal kotzen. Oder was du das mit dem Blut? Hä? Rick the Mongo? Ich glaube, du warst es mit dem Blut. Oh, das war der falsche. Entschuldigung. Komm hier. Wow. Wow. Autsch. Reicht es. So. Hacker. Es wird mich auch einmal durch die Wand angegriffen, ja? Ah, schau mal einer, guck, da ist der Knecht. Oh Gott. Der trifft mich hier auch noch. So, jetzt dein Schild raus. Heilige Kanelone. Zack! Lila Muslim. Meine Fresse. Wie kann ich an. Da möchte ich nicht runter einen Sprungangriff machen. Auch wenn es sicher. Okay, da komme ich nicht hoch. Kommst du bitte ein Stück rüber?
Gut, dass der nur den Angriff macht. Ich wollte eigentlich einen Sprungangriff machen. Verdammte Feuerkäfer oder was auch immer ihr darstellen seid. Zwei, drei, tot. Oh nein. Oh ja, ich sehe schon. Ich sehe doch schon, wo das Ganze hinauslaufen wird. Oh. Sekunde. Nicht den Schutzring der Gunst. Ja. Oh Gott, das Zeug vergiftet mich auch noch. Ah. GG, würde ich sagen. Kann ich auch. Hey, es ist nicht so effektiv, wer hätte damit gerechnet. Nein, nein. Es geht doch. Oh. Ist da hinten normaler Boden? Ich komme es. Jetzt muss ich mich da durch Moos klumpen. Okay. So weit, so gut. Seele, stolzer Krieger. Was bist du denn? Was wollt ihr von mir? Die zwei hebe ich mir echt für den Boss auf, falls kein Bonfire kommt. Komm da mal bitte aus dieser Grütze raus. Ja, danke. Ey. Ich glaube, ich werde meinen letzten Pfeil für das Vieh da benutzen. Kurzbogen. Ja, kann ich ja bitte. Was ist. Oh Gott! Geh einfach. Wow. Ich will nicht mal wissen, was das für ein Vieh ist. Das sieht aus wie eine. Aua. Wie eine ekelhafte Made. Ich wette, das wird nicht die letzte sein, die ich da drin finde. Also an sich sind die Gegner relativ schwach. Ich lass mich halt nur wieder zu oft treffen, ich Idiot. Ich denke mal schon, dass irgendwo noch ein Bonfire kommt. Erstmal hier am Rand aufhalten. Käferli, Käferli. Ich wusste doch, da ist noch eins. Aber anscheinend machen die ja nicht allzu viel Schaden. Ich denke mal, die haben noch einen anderen Angriff. Als den sie benutzt haben. Aber die sind auf jeden Fall fast wounded. Hi, Avira. Tschüss, Avira. So. Oh, Maus aus dem Bild. Tut mir leid. Da hinten fester Boden. Dann sind auf jeden Fall drei dieser Maden. Dann ist auch eine Made. Okay. Sie machen kein Gift. Das ist sehr nett. Mein Gegner, der kein Gift macht. Ja, hey. Prost Mahlzeit. Beim Überraschen bei diesem Mann. Okay, da sind noch zwei. Oh, sie können doch Gift machen. Ich glaube, ich werde aber mal ganz kurz so machen, dass ich nur mal sofort zum Estus Flask wechseln kann. Ach du Holy Cannelloni. Ist da hinten Broten? Ja, ist es. Eine große Scherbe. Ich habe ja nicht mehr genug von denen.
Aber ich will mich nicht beschweren, sondern über diesen Brief hier beschweren. Nein! Ach, Idiot. Sekunde. Wow. GG. So, genau, komm hier rüber. Ich habe ja nicht umsonst so viel Pull-Material. Ah, sehr gut. Kommt schon von alleine. Ja, nein. Okay. Ich möchte wirklich nicht allzu lange in dieser Pampe stehen. Jetzt verstehe ich auch, warum dieser verrostete Eisenring hier Gold wert ist, ey. Heilige. Heilige Mutter Gottes. Autsch. Ja, verdient. Unverdient. So, erstmal was trinken hier. Schon wieder fast 7000 Seelen, also schon wieder über 7000 Seelen. Das hier fällt mir. Hier kommen in dein Gesicht. Jetzt auch. Seid ihr beide mit einem Schlag tot. Aber den Weg haben wir trotzdem noch nicht so ganz gefunden. Ich weiß nicht, aber das Gebiet ist bisher eigentlich noch akzeptabel. Also, bis jetzt hatten wir so gesehen keine größeren Probleme. Schneider habe ich doch schon. Scheint es aber nicht weiterzugehen. Das Pferd hätte noch was geblockt gehabt. Okay. Große Scherbe. Die droppen die also auch. Oh. So, dann würde ich aber sagen, beenden wir hier den Part und fangen hier auch gleich weiter an. Ich hoffe, das hat euch sehr gefallen. Falls ihr Kommentare kriegt, wie ihr wünscht. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin. Tschö.